Erich Schulze ist ein deutscher Verbandsfunktionär sowie ehemaliger Vorstand und Generaldirektor der GEMA. Bei Juristen und Musikern ist er aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der GEMA unter dem Namen MR GEMA bekannt. Leben: Nach dem Besuch der Realschule begann Schulze sein Berufsleben als Rechtsanwaltsgehilfe. Langjährig war er in führender Stellung, U.A., als Direktor für Böhmen und Mähren. In der im September 1933 von Josef Goebbels gegründeten staatlich genehmigten Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte tätig. 1947 wurde er mit dem Aufbau der GEMA beauftragt. Sein Amt als alleiniger Vorstand und Generaldirektor der Gesellschaft legte er Ende 1989 nach über 40 Jahren nieder und ist seit Anfang 1990 Ehrenpräsident der Gesellschaft. In der Zeit unter Schulzes Leitung stieg das tatjährige Aufkommen der GEMA von anfangs 16 Millionen RM auf über 500 Millionen DM. Auf die Gesetzgebung im Bereich des Urheberrechts nahm Schulze als Berater von Politikern Einfluss, etwa als Mitglied der Sachverständigenkommission des Bundesjustizministeriums, aber auch als Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht. Er ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen auf dem Gebiet des Urheberrechts. Schulzes Nachfolger als GEMA-Vorstand wurde Reinhold Keile. 1998 gründete Erich Schulze die nach ihm benannte Stiftung zur Förderung der Wissenschaften über den Schutz der Kunst und der Kulturschaffenden und betraute die Philipps-Universität Marburg mit den Stiftungsaufgaben, zu denen auch die Verleihung des mit 2500 Euro dotierten Erich-Schulze-Preises für herausragende Arbeiten auf den Gebieten des Urheberrechts und der Musikwissenschaft gehört. Im Jahr 2011 wurde der Preis an den Musikwissenschaftler Christian Lemmerich verliehen. Erich Schulze ist verheiratet, hat 4 Kinder und lebt seit 1956 in der oberbayerischen Gemeinde Grünwald. Auszeichnungen und Ehrungen: 1956 Ehrendoktorwürde der Jurisprudenz der Universität zu Köln, 1962 Komturkreuz des päpstlichen Silvesterordens, 1965 österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, die Klasse, 1971 Bayerischer Verdienstorden, 1974 Ehrentitel eines Professors, verliehen durch den Präsidenten der Republik Österreich, 1978 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 1981 Medaille für Verdienste um die deutsche Musik des Deutschen Komponistenverbandes, 1982 Silbernes Blatt der Dramatiker Union, 1983 Richard Strauss Medaille, 1986 Komturkreuz mit Stern des päpstlichen Gregoriusordens, 1988 Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 1990 Ehrenpräsident der GEMA, 1990 Goldene Nadel der Dramatiker Union, 1990 Goldene Stimmgabel als Publikumspreis, 1990 Errichtung des Erich-Schulze-Brunnens vor dem GEMA-Verwaltungsgebäude in München Haidhausen zu Ehren von Erich Schulze.